Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Es gab wohl ein kleines Update. Was alles genau drin ist, habe ich noch nicht gelesen. Ich habe es bloß mal schnell überflogen. Und das Einzige, was so hängen geblieben ist, ist wohl, dass diese Funktion hier mit dem Boden einebnen und generell den Terrain zu bearbeiten überarbeitet wurde. Ich habe es mal eben kurz ausprobiert. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube fast, das Ganze funktioniert besser. Weil, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir solche Hügel wie hier zum Beispiel mit dem Ding nicht hingekriegt. Da mussten wir vorher erst mit der Hacke reinkloppen, dann wieder höher bauen und dann ebnen. Und ich habe es jetzt hier an der Stelle gerade schon mal probiert. Ich muss sagen, es sieht erstmal besser aus, oder? Wir probieren das später mal noch aus. Wir haben natürlich hier so große Berge, damit wird es nicht klappen. Das ist klar. Die müssen wir natürlich immer noch hacken, aber ich glaube, diese ganzen kleineren Unebenheiten, mit denen ich mich immer rumgeärgert habe, wurden verbessert. Aber ich möchte nicht lügen. Ist jetzt erstmal nur der erste Eindruck. Ich werde mich da nochmal nach der Folge ein bisschen genauer belesen, was gemacht wurde. Aber ich glaube, so auf den ersten Eindruck sieht das eigentlich besser aus. Naja, wir haben hier noch ein bisschen Holz liegen und ich glaube, wir hatten hier ein Fleisch vergessen. Wir sind schon ganz schön verschwenderische Menschen. Was machen wir in der Folge? Wir werden wohl oder übel wohl doch nochmal zur alten Basis zurücklaufen müssen. Denn wir haben zwar jetzt die 10 Zinn, wir brauchen ja aber noch 20 Kupfer, damit wir uns das Bronzeschild basteln. Was ich wirklich sehr, sehr gerne haben würde, bevor wir wieder in die Sümpfe gehen, weil die Trogger sind mir einfach eine Nummer zu hart. Was den Schaden anbelangt mit unserer jetzigen Ausrüstung. Und Kupfer hatten wir ja genügend in der alten Basis, aber wir können uns ja nicht teleportieren mit Metallen im Gepäck. Deswegen machen wir uns jetzt doch nochmal auf den Weg. Wir gucken mal, vielleicht treffen wir ja zwischendurch ein paar Nixen oder finden ein paar Feuersteine, dass wir ein bisschen was sammeln können. Oder vielleicht auch mal ein kleines Reh oder Hirsch. Eulinge gibt es natürlich auch. Dann sammeln wir das noch mit. Ach, jetzt hat er mich gehört, verdammt. Deswegen, wir laufen einfach mal zusammen rüber. Sammeln noch ein bisschen was hier ein. Ah. Ja, das war klar. Ach, schade. Jetzt aber. Und dann können wir uns drüben einfach das Bronzeschild basteln. Teleportieren uns damit dann wieder hierher, dass wir dann höchstwahrscheinlich erst in der nächsten Folge aber wieder in die sumpfigen Gebiete gehen können und auch endlich mal eine etwas bessere Chance haben gegen die ganzen Trogger, damit wir dort vorankommen, denn das nächste Ziel ist auf jeden Fall Eisen, Eisen, Eisen. Wir brauchen Eisen, damit wir hier wieder einen Schritt weit vorankommen. Und das kriegen wir halt nur in den versunkenen Krypten. Wir brauchen definitiv demnächst eine bessere Rüstung. Ihr seht es ja selber in den letzten Folgen. Wir kriegen da einen Schlag ab und der zieht uns, weiß ich nicht, 30, 40 Leben ab. Und wenn wir da so mit 120 Leben rumjungeln, was eigentlich gar nicht so schlecht ist, dann sind das halt 3, 4 Schläge und dann lasst da wirklich mal ganz ungünstig 2 kommen. Ein so ein Elite-Typ, der uns schlägt und am besten noch so einen Bogenschütze, der uns noch so einen Bogen in den Arsch rammt, dann haben wir halt wirklich ein Problem. Nochmal sterben möchte ich nicht unbedingt, weil es ist halt doch ärgerlich, immer 5% seiner Fähigkeiten zu verlieren. Auch wenn es natürlich aktuell noch nicht so viel ist. Ich meine, wir können hier oben mal reingucken. Wo war es? Fertigkeiten. So sieht es aktuell aus. Na? Von daher, es geht schon, ne, weil 2,5 Punkte sind das bei 5%. Das ist okay, aber trotzdem ist es halt immer wieder ein bisschen was. Wir haben auch ganz viele Sachen noch gar nicht. Messer, Speere, Stangenwaffen haben wir noch überhaupt nicht mitgearbeitet. Bögen finde ich komisch, dass wir mit Bögen so weit unten sind. Aber das Ziel ist ja auch, das irgendwann alles mal voll zu haben. Vor allem kommen wir damit ja auch besser durch die Welt. Deshalb ist es auch gar nicht so verkehrt, hier mal ein bisschen zu laufen.
Weil das natürlich auch die Sprintenfertigkeit erhöht. Bin mir nicht ganz sicher, was es macht, ob wir dann weniger Ausdauer verbrauchen oder ob wir ein Stückchen schneller sprinten, aber egal, was von beiden passieren wird, es kann uns nur von Nutzen sein. Jetzt müssen wir mal schauen, hier kommen die Berge. Ja, wir müssen hier lang. Ach so, ist auch ganz gut. Wir brauchen sowieso eigentlich alles. Wir brauchen Pilze, wir brauchen Himbeeren. Fleisch wäre auch nicht schlecht, haben wir zwar noch ein bisschen in den Kisten, aber es geht immer schneller leer, als man es jagen kann. Wir haben hier noch Kupfer. Oder? Es wäre natürlich noch idealer. Ach. Wenn wir hier 10 Kupfer rauskriegen, dann brauchen wir nicht in die alte Basis. Das ist natürlich jetzt ein schöner Zufall. Der kommt doch meistens nicht allein. Da unten läuft doch noch was. Ich sehe ihn doch. Versteckt sich hinterm Baum. Der neue Bogen ist wirklich Gold wert. Den hätten wir viel, viel eher bauen müssen. Wenn ich überlege, seit wie vielen Folgen wir schon Edelholz haben. Das ist echt traurig, dass wir die ganze Zeit mit dem Anfängerbogen uns hier noch durch die dunklen Wälder geschlagen haben. So, naja, dann nehmen wir hier das Kupfer mit. Vielleicht haben wir ja Glück. Aber 10 Stück sollten das ja auf jeden Fall werden. Schmelzofen haben wir auch da. Kohle müssten wir auch noch genug haben. Dann könnten wir das doch alles fix schmelzen. Und brauchen nicht zur alten Basis zurück. Spart uns ein bisschen Weg. Ein ganzes Gequatsche davor. Völlig umsonst. Sprintenfähigkeit. Ich habe es versucht so zu rechtfertigen, dass wir laufen. Ach, jetzt kommt ein Troll. Es wird am Ende noch länger dauern, als wenn wir einfach gelaufen wären. Aber das hat ordentlich abgezogen. Der Troll hat wohl an seiner Kehle den Schwachpunkt. Habe ich gelesen. Irgendwo so am Hals halt. Aber schaut mal, wie schnell das mittlerweile auch mit dem Bogen geht, ne? Bam. Der hat nicht einmal geschlagen, der hat 2 Steine geworfen in der Zeit und das war's. Eine Trolltrophäe. Cool. Kein Platz im Inventar. Hä? Können wir denn jetzt schon wieder voll sein? Mann. Ja, ich würde sagen, wir essen einfach mal den Pilz. Die Trophäe hätte ich gern, weil die können wir uns später irgendwie aufhängen. In unseren Gebäuden und so ein riesen Trollkopf, das ist natürlich ein Statement. Aber so machen wir auch unsere Spitzhackenfähigkeit besser. Dann ist das mit dem Sprinten auch wieder ausgeglichen. Ich fände es echt cool, wenn wir noch eine Fähigkeit kriegen, was das Hacken schneller macht. Ich hoffe sehr. Ich weiß nicht, welche Fähigkeiten wir durch Knochenmanns bekommen. Was danach für Gegner kommen, weiß ich nicht. Ich weiß, dass es noch einen Drachen gibt, aber ob das der letzte ist? Es gibt ja, glaube ich, 5. Wir sind ja aktuell bei 2. Knochenwanz ist der 3., soll halt der schwerste sein. Ich glaube, dann kommen noch 2. Ich hoffe ganz stark, einer gibt dafür eine Fähigkeit. Ja, dann hätten wir Sprinten durch Eiktür, Holzhacken durch den Uralten. Trage zu viel natürlich. Ja, dann wirft die Steine weg. Und wenn wir dann noch was für Spitzhacken hätten, das wäre mega geil. Ich denke mal, es wird noch irgendeine Fähigkeit kommen, was so Schaden anbelangt. Man halt einfach so ein bisschen im God-Mode ist. Doppelten Schaden reinprügelt und vielleicht mehr aushält, sowas in der Richtung. Ja, nee, er nimmt's auf. Ich dachte, wir tragen schon wieder zu viel. Wie viel haben wir uns zusammen? Jetzt schon 11 Kupfererz. Oh, das ging aber fix. Wir können auch gar nichts mehr aufnehmen. Möchte ich ungern das eine Kupfer liegen lassen. 304 Kilo. Ein bisschen was muss noch wegkommen. Wir hauen das Holz weg. Naja, cool. Da haben wir es doch geschafft. Dann geht's wieder zurück. Wir lassen das Ganze einmal schmelzen. Wartet mal. Markieren wir das nochmal eben. Dann können wir das schmelzen lassen, dann machen wir uns endlich das Schild und dann geht's wieder zurück in die versunkenen Krypten und wir müssen unbedingt auch den Bauhammer mitnehmen. Wir haben ihn ja aktuell noch einstecken.
dass wir dieses komische Glibber mal sammeln. Weil ich glaube, das brauchte man für den Bogen. Wir haben zwar gerade erst einen neuen. Achso, wir sind noch voll. Na gut, 4 Kilo haben wir noch. Ah, nixe. Ist doch gut. Schön, gleich zwei verschiedene Fleischsorten und ein Fell. Die Trophäe. Ja, wir lassen sie liegen. Ja, für diesen Trogger Reißzahn. Letzte Folge hatte ich es ja angesprochen oder vorletzte Folge. Dass das wohl mit der beste Bogen ist. Und ich glaube, dafür brauchen wir dieses komische Glibber an den Bäumen. Auf jeden Fall wäre es nicht verkehrt, das mal mit einzusammeln. Kriegen wir die noch weg? Ja, sehr gut. Eine schöne friedliche Stimmung hier. Und was ich dann, ach shit, wir haben keine Ausdauer mehr. Da muss man echt aufpassen, ihr habt es gerade gesehen. Ist mir vorher noch nie passiert. Wo ist die nächste? War doch gerade eine, hier. Hat sich versteckt vor uns. Können wir es noch aufsammeln? Na, wahrscheinlich nicht. Der eine Nixenschwanz ist zu viel, wirklich jetzt. Kommt das Harz raus, so. Ja, und dann können wir mal schauen, währenddessen das Kupfer im Schmelzofen vor sich hin brät, dass wir mal noch ein bisschen unseren Zaun verbessern, weil wir haben es ja gesehen, die laufen leider außen drum herum. Also die kommen halt durchs Wasser, die Gegner. Und da würde ich dann doch nochmal diese spitzen Zaunpfähle hinbasteln, weil es war jetzt gefühlt schon sehr, sehr lange schon wieder ruhig. Ist das eine Nixe? Ist die so groß? Ein Sterne-Nixe? Mhm. Ja, weil irgendwie ist es mir schon zu lange ruhig. Ich habe das Gefühl, hier wird zeitnah mal wieder ein Angriff kommen und dann wäre ich sehr gerne gerüstet. Ja, wir haben gar nichts mehr zu essen. Wir packen hier das rein. Kohle wird wahrscheinlich leer sein, wenn hier noch was drin ist. Dann schnell mal noch Kohle geholt. Wir tragen wahrscheinlich wieder zu viel. Wir müssen erstmal ganz schnell das Metall wegwerfen. Das ist halt echt schwer. Und dann nehmen wir die Kohle mit. Ich muss auch unbedingt mal wieder in die Dungeons im dunklen Wald. Weil wir brauchen diese Sortlingkerne. Wir haben ja aktuell hier bloß den Schmelzofen, aber keinen Kohlenmeiler. Und dann muss ich jedes Mal wieder in die alte Basis. Ich meine, mit Kohle können wir uns zum Glück teleportieren. Das geht. Aber trotzdem wäre es schon schön, das früher oder später mal noch hier drüben stehen zu haben. So, das ist erledigt. Wir machen mal ganz schnell noch ein bisschen Inventar leer, dass wir wieder Holz einpacken können. Hier können wir das noch mit reinwerfen. Ja, damit wir dann das Holz einpacken können und uns nochmal ein bisschen um den Zaun kümmern. Müssen dann auch unbedingt mal noch was braten lassen. So, dann sieht es doch soweit erstmal ganz gut aus. Und ich glaube, dafür brauchten wir Edel- oder Kernholz. Ich dächte Kernholz. Wo haben wir es denn hier drüben? 6 Holz und Kernholz. Natürlich, warum nicht gleich beides? Wir nehmen mal 50 davon. Und 50 davon. Scharfe Pfähle. Wäre cool, wenn er mir die auch noch anzeigt. Danke. Ist das das, was ich möchte? Ja, das ist das, was ich möchte. Und dann müssten wir hier halt mal gucken. Also richtig im Wasser bauen können wir halt nicht. Aber was soll ich dann machen gegen die Guten? Wir könnten es halt hier noch so dran basteln bis hier rüber. Es würde wahrscheinlich nur so gehen dann. Der Busch nervt mich.
Irgendwie möchte es hier nicht. Wieso dann vielleicht? Dann müssten sie zumindest dagegen laufen. Also ich glaube nicht, dass sie da langkommen. Ist jetzt die Frage, ob die dann den großen Bogen nehmen, um irgendwo hier dazwischen durchzukommen. Aber wir könnten ja hier noch so ein Teil hinpacken. Eigentlich habe ich es mir schöner vorgestellt. Wir können natürlich hier auch noch ein bisschen aufbauen. Oder habe ich gerade eigentlich gar keine Lust zu? Können mal noch gucken. Fehlende Voraussetzung, keine Werkbank mehr. Ach Mist. Müssen wir mal schnell eine bauen. Komm. So. Dort eins hin. Irgendwo hier ging's doch. Oder weiter unten wieder. Dort eins hin. Naja, gut, einerseits sieht's extrem scheiße aus und dann werden die... Ach ja. Das hat aber... gut abgezogen, wollte ich gerade sagen. Oder war das der Gräuling, der uns von hinten noch geschlagen hat? Kommt da direkt mal gucken hier, ne? Was wir hier schönes basteln, wo er in Zukunft lang gehen muss. Ja, es ist jetzt nicht ideal. Aber was soll's. Ich meine, wir können halt wirklich aufbauen, dann von hier drüben noch hier ran. Und das sieht dann alles auch nicht schön aus. Wir lassen das jetzt erstmal so. Wir beobachten das mal. Wir haben zumindest hier zu. Das heißt, wenn, dann müssten sie entweder hier am Boot hoch. Könnte natürlich sein, dass sie uns dann das Boot kaputt schlagen. Aber wir werden es beobachten. Zumindest haben wir schon mal ein bisschen mehr. Und hier ist halt die Frage. Die können ja auch über den Stein laufen. Die sind ja nicht dumm. Fehlende Voraussetzung. Wieder keine Werkbank. Ist aber auch gar nicht so verkehrt, wenn wir hier Werkbänke überall ein bisschen platzieren. Weil in dem Umkreis von der Werkbank spawnen auch keine Gegner. Machen wir hier einfach mal noch so. Nicht mehr genügend Holz, verdammt. Ja gut, da müssten wir jetzt hier den ganzen Bogen drum bauen. Sag mal so, durchkommen tun sie so oder so. Ob es nun ein Stückchen länger dauert oder nicht. Egal wie weit wir das jetzt bauen, selbst wenn wir das hier komplett bis hierher bauen, dann werden sie halt einfach den Weg gehen. Klar, es verlangsamt die Gegner etwas, aber... idealerweise hätte man halt wirklich irgendwann so einen kompletten Wassergraben und das ist ja auch mein Ziel. Dass wir halt wirklich einmal einen Graben drumherum ziehen, aber erst wenn die Basis größer ist. Was ist das da hinten? Sah gerade aus wie so ein Leuchtturmstrahl, aber das war bloß hier der Wind. Ja, das machen wir, wenn der ganze Spaß mal größer ist. So, Kupfer und Zinn haben wir. Ist hier noch was drin? Also ist schon wieder die Kohle leer. Wahnsinn. Wir haben leider nur 4 Kupfer rausbekommen. Das heißt, wir müssen nochmal fix zur alten Basis Kohle holen. Dann gehen wir jetzt hier nochmal rein. Metall, Metall, bla bla bla, haben wir. Ansonsten können wir uns teleportieren. Dann geht's jetzt nochmal ganz schnell zurück. Wir holen noch ein bisschen Kohle, lassen das restliche Kupfer schmelzen, dass wir uns dann das Bronzeschild bauen können und nächste Folge wieder in die versunkenen Krypten gehen. Lass mich nochmal kurz schauen, aber hier war nichts mehr drin. Wir müssen hier auch unbedingt mal wieder den Honig abholen. Seid ihr trotzdem noch glücklich? Jetzt schlafen sie gerade. Wer schläft, ist meistens glücklich. Einfach mal 25 Honig. Das ist schon echt cool. So, wir nehmen jetzt einfach mal so einen 50er. Oder wir nehmen sogar 2 Eisen überladen. Moment, dann nehmen wir hier nochmal 8 weg. Nehmen wir mal 80 Stück mit, weil ich denke mal, wir werden sowieso größtenteils jetzt demnächst in unserer neuen Basis mit der ganzen Schmelzerei weitermachen. So, jetzt können wir mal gucken. Das ist auf jeden Fall ein Hügel, den ich nicht rausbekommen habe damals. Deswegen ist er drin. Wenn wir uns jetzt hier hinstellen und diesen machen, ist er weg. Also das wurde tatsächlich gefixt, auch hier drüben. Genau dasselbe Spiel.
auch weg. Ach, perfekt, das freut mich. Ich habe wirklich so lange drüber gemeckert. Und es sieht jetzt auch generell etwas ebener aus. Würde ich zumindest behaupten. Schaut mal, einfach mal hier schnell drüber gedrückt. Und es sieht gleich so aus. Ich denke, das haben die wirklich stark verbessert. Ich belese mich nochmal genau. Wie gesagt, ich hatte bloß mal schnell überflogen, was drin stand. Waren halt ein paar Bugs behoben und so weiter. Und das Einzige, was wirklich so ins Auge gestochen ist, war halt die ganze Geschichte mit der Bodenbearbeitung. Dann machen wir uns zurück, hauen das noch schnell in den Ofen. Und dann machen wir erstmal Schluss hier mit der Folge. Und dann können wir uns nächste Folge wieder den Trogern widmen und ein bisschen Eisen sammeln, dass wir hier vorankommen. So, hau die Kohle hier rein. Und dann legen wir uns jetzt gleich schlafen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge gut erholt wieder. Bis dahin, macht's gut.